Willkommen hier zurück zu Mafia 3. Mein Name ist Mark Coxy und wir machen hier augenblicklich weiter. Brechen einmal Schloss auf. Hopp. Oh, Whirlpool. Was ist denn hier los? Nette Badelandschaft. Es ist ja richtig geil hier. Voll geil. Yes. Komm, wir gehen schwimmen. Yippie-yay. Es ist ja richtig geil hier drin. Junge, Junge, Junge. Nein, 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 nein. Bitte keinen Fernseher ausschalten. Also wollen wir da mal hoch. Jetzt will ich doch hoffen, dass es dein Fehler ist. Mein Kleiner. Als ich noch ein Kind war, habe ich den Park im Hollow geliebt. Bin immer mit dem Riesenrad gefahren. Und jetzt, wo sind denn die Jungs? Meine Güte. Da. Er gibt keinen Mucks von sich. Was war das, verdammt? Ducken? Geht nicht. Mist. Gehört, verdammt. Wie geht's? Yep. Natürlich hast du was gehört. Also du bist taub. Okay, suchen wir woanders weiter. Oh, da hat's Blut da reingespritzt. Habt ihr das gehört, ja? Nichts. Vielleicht da drüben. Komm. Du hättest mal lieber, mein Freund. Okay. Okay, gut. Ja, springen wir mal runter. Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst. Hey, ich bin ins Wasser gesprungen. Oh Mann, ich hab's nicht überlebt. Das ist gemein. Das finde ich gar nicht nett. Überhaupt nicht. Meine Güte. Jetzt haben wir noch 3200 verloren. Das gefällt mir nicht. Nein, 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 nein. Okay, also komm. Das macht's nicht besser. Weiter geht's. Wo sind wir hier jetzt gelandet? Gut, gehen wir erstmal zur Karte. Ich glaube, wir erledigen lieber jemanden, statt jemanden zu befragen. Vorsicht, Pflaster! Vorsicht, ey! Vorsicht, ey! Alter, hast du Probleme, oder was? Ich bin zu Fuß unterwegs in der Innenstadt. Ich brauche eine neue Karre. Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Jo, danke. Danke dir.
Ersatzheiße Reifen, wie bestellt. Das ist eine große Hilfe. Okay, los geht's. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wann wir überhaupt angefangen haben. Ich würde mal sagen, wir machen um 5 vor Schluss. 5 nach. In 12 Minuten. Ich glaube, das kommt dann ganz gut hin. Das Auto fährt einfach weiter. Das war klar. Da waren wir doch schon. Wen müssen wir töten? Der Wichser geht auf uns los! Docken. Hä? Okay, wer kam der denn jetzt? Scheiße. Shit. Ich hab gedacht... Ich hab gehofft, dass der nicht da drin ist. Mist, jetzt war er aber doch da drin. Ich brauche erstmal einen Hustenbonbon. Also, wollen wir mal nochmal dahin. Verdammt. Was hab ich mir da eingebrockt? Das weiß ich nicht, was du dir da eingebrockt hast. Ich brauche eine neue Karre. Toll, 500 Meter, super. Diesmal wortlos. Auch nicht schlecht, hat was. Also gut, dann wollen wir halt nochmal. Verdammte Scheiße, ey. Oh! Gut. Hätten wir ja heil überstanden, soweit. So, jetzt wissen wir aber, dass wir uns da eher ranschleichen sollten, statt irgendwas anderes zu tun. Okay, die hören sogar mein Pfeifen. Komm. Woher kommst du denn jetzt? Gut. Oh nein. Okay, das ist wohl ein Zivilist. Das war jetzt nicht so optimal. Dich kriege ich noch leichter, da hast du vollkommen recht.
Auch da schmeißen wir mal noch eine Granate. Scheiße, Mann. Weg hier! Bloß weg hier! Ruhe. Okay, wo gehen wir als nächstes hin? Ist ja ganz klar. Zum Ausrufezeichen. So. Den müssen wir also auch noch zerstören. Pass auf. Hey, pass auf. Egal. Das ist ein nicer Wagen. Etwas schneller, Himmel, Herrgott. Wir bezahlen dich pro Stunde. Komm. Komm her. Ehrlich, Mr. Kavar hatte einen Baulaster, den verkauft er der Stadt seit 3 Jahren immer wieder. Muss er ein tierischer Laster sein? Das war ein großer Fehler, du Arschloch! Ist das dein Herr? Kavar Construction. Was ist damit? Mr. Kavar hat gerade eine Tonne Zeug verschoben. Das Geld liegt einfach da und wartet, dass es jemand holt. Ihr seid jetzt Teil meiner Gang. So. Hey! Nein! Scheiße, Mann! Shit! So ein Dreck. Scheiße ist es. Kavar Construction ist hinüber und Mr. Kavar ist außer sich. Aber halt, das passt ja. Wo rennen wir hin? Andere Frage, wo fliegt der hin? Gut, nehmen wir an. Kavar hat angerufen. Er ist auf der Rathausbaustelle und will mich sehen. Er weiß es. Keine Ahnung wie, aber er weiß, dass ich ihm geholfen habe. Er tötet mich. Oder ich gehe in den Knast und dann tötet er mich. Oh Gott. Packen Sie Ihre Koffer, Lenny. Verreisen Sie. Aber mit Ihrer Frau. Wenn Sie zurückkommen, ist alles vorbei. Reden Sie mit Jimmy? Klar. Ich weiß ja nicht so ganz. Schwierig. Äußerst schwierig. Egal, gucken wir mal. Jetzt müssen wir den konfrontieren. Ach. Jetzt holen wir uns erst noch einen Wagen. Ich bin zu Fuß unterwegs in der Innenstadt. Ich brauche eine neue Karre. Ei, ich bringe ihn dir sofort rüber. Komm. Danke. Wir könnten dem jetzt folgen. Ich
hab hier einen Wagen für dich. Das ist eine große Hilfe. Tun wir aber nicht. Bleib ruhig und wir kriegen keine Probleme. Gut. Komm, fahr vorbei, Polizei. Ja, komm. So ist gut, geht doch. Also, wollen wir mal. Es reicht aber, wenn wir geradeaus fahren. Was ist das für einer? Offenbar hat er Angst gekriegt. Hätte ihn ja umfahren können. Habe ich aber nicht. Ja, jeder, der wo mich jetzt kennt, weiß wieder, dass ich wieder was nebenher mache. So. Gut. Oh nein. Ach, schon wieder die Baustelle, die ist kacke. Der Kran hat ihn förmlich zermatscht. Das Schlimmste ist, das Ganze sollte unauffällig laufen. Echt Pech. Sabotage? Warum zum Teufel denkst du, sind wir alle hier unten und reißen uns den Arsch auf? Du und ich, wir müssen uns genau umsehen. Der Scheißer, der den Kran manipuliert hat, kommt zurück. Und ich bin schon da. Nur wisst ihr noch nichts von eurem Glück. Oh. Eigentlich solltest du ja ganz woanders landen. Komm, ich leg dich hier ganz sacht hin. Okay, so kommen wir nicht weiter. Ja, schleichen wir uns erstmal. Scheinen ganz normale Arbeiter zu sein. Das scheint eine Wache zu sein. Na komm mit. Dem geht's gut. Trotzdem, falls du Alarm schlagen solltest. Wegen einer Leiche. Wollen wir das Risiko nicht eingehen. Gut, es scheinen hier ganz normale Mitarbeiter zu sein. Puh. Hier ist gar nichts. Wir machen's. Okay, lassen wir dich da liegen. Aber jetzt machen wir erstmal einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.